Hallo liebe Zuschauer von Foto Erhard, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei uns auf unserem YouTube-Kanal. Ich habe heute einen Gast da und zwar Kami ist da. Hallihallo, Grüße. Kami Katze ist praktisch Streamer, korrekt. YouTuber, du machst so viel, du machst genau. Deine Vlogs auch selber. Ne? Ja, Content Creation generell, alles Mögliche auf den verschiedensten Plattformen unterwegs. Ja. Ja, und da habe ich auch schon sehr viel von dir gesehen, auf YouTube auch. Du bist auch sehr viel in der Gaming-Szene unterwegs. Ja, hauptmäßig sogar, ja. Ja, und das ist immer sehr interessant. Wie bist du da überhaupt dazu gekommen? Das kannst du unseren Zuschauern ja mal kurz erzählen, wie man Gamer wird sozusagen. Du machst das ja hauptberuflich. Korrekt. Ne? Ja. Ich glaube, das wird dann so ein bisschen das Gaming in die Wiege gelegt. Entweder man hat da halt großes Interesse dran oder nicht. Bei mir war das schon immer so. Schon als kleines Kind habe ich angefangen zu spielen. Gameboy, ich weiß noch, Pokémon, rote Edition auf diesen grauen Backstein-Gameboy. Damit ging die Leidenschaft quasi los. Und da hat sich das immer und immer weiterentwickelt und irgendwann durch Zufall eine Website namens Twitch kennengelernt und dann mal Livestreaming ausprobiert, super viel Spaß gemacht und dann kam so eins zum anderen. Und dann einfach dabei geblieben und jetzt mache ich das schon einige Jahre hauptberuflich. Ja, nicht schlecht. Ich bin ja auch alter Gamer, ne? Siehst du ja, hier? Das ist tatsächlich. Das ist schon sehr lange her, ne? Ja, aber ist cool, auf jeden Fall. Das zeigt sofort, ja, das war so meine was Phase Zeit, ist. Ne? Ja. Alle Automaten ausprobiert natürlich. Ja, Pac-Man ist auch absolute Legende. Ja, und wenn du jetzt Gamer bist, dann musst du ja auch jede Menge, hast du auch zu tun mit Kameras und Equipment, korrekt, weil du filmst dich ja selber. Ich habe das gesehen, du hast ja manchmal eine Totale, also dass du mal kurz in der Totalen zu sehen bist. Du hast aber auch kleine Fenster, wo die Leute dir praktisch beim Zocken zugucken können. Richtig. Sozusagen. Genau, ich habe halt immer so eine quasi so eine Talk-Szene. Wenn man jetzt so, wie wir jetzt hier auch, irgendwie mit den Leuten mal sprechen möchte, dann ist es auch Fullscreen, damit man groß ist. Ne? Dann hat man dann ein anständiges Bild. Da braucht man eine Kamera und dann habe ich nochmal eine zweite, wenn es dann in die Gaming-Szene reingeht, damit es ein bisschen kleiner in der Ecke ist und damit man dann viel vom Bild sehen kann, aber trotzdem auch sieht, was ich mache, welche Emotionen man dabei hat. Ne? Ja, hat man Spaß, hat man keinen. Manchmal ärgert man sich ja auch ein bisschen, das gehört ja auch mal mit dazu. Ja, klar, und, logisch. So kann man das halt super mitverfolgen. Ja. Du spielst, glaube ich, hauptsächlich auch GTA, ne? Genau. Das kennen sicherlich, kennt ihr das, die meisten von euch? Ja. Kennen das sicher, die zumindest noch ein bisschen jünger sind, sage ich mal, und auch noch in der Gaming-Szene unterwegs sind. Ja. Da ist es natürlich so, dass man vielleicht mal rausfliegt oder so und sich ärgert und so. Klar, ja, das gehört mit dazu. Hast du denn, wenn du jetzt streamst, machst du das in HD, mittlerweile 4K oder wo geht die Reise da, wo bist du da gerade unterwegs? Also wir sind da bei 1080p 60 FPS, aber auch nur, weil die Website es gerade bis dahin cappt. Also ich würde sonst, wenn es gehen würde, auch auf 4K schon gehen. Ja. Ja. Kameratechnisch braucht man dann natürlich die passenden Geräte dafür, aber möglich ist es ja heutzutage. Ja. Aber das ist noch von der Webseite her noch, da bin ich noch limitiert. Deswegen ist 1080p 60 FPS gerade das Maximum. Ja. Aber wir hoffen, dass es bald weitergeht. Wenn du sagst, wir hoffen, gibt es wahrscheinlich, bist du auch irgendwie vernetzt mit mehreren Gamern und so, die du auch kennst und dass ihr euch auch über Equipment austauscht und sagt, auf jeden Fall. Ja. Ich habe eine neue coole Kamera oder ich habe die irgendwie. Ja. Und dann gehst du wahrscheinlich mit deinen Kameras in Mischpult, in Videomischer zum Beispiel rein. Ja. Du kannst dann eben die verschiedenen. Genau. Machst du das noch selber oder macht das jemand anders? Nein, das mache ich selber. Ja? Ja. Ich habe das drückst so, dann noch auf den Knopf. Ich habe das, genau. Ich habe das so voreingestellt. Da gibt es so, ja, genau. Ich habe da quasi meine Knöpfe und dann Bildwechsel, alles drum und dran. Das ist, gerade wenn man streamt, das ist immer sehr spontan auch und so ein bisschen auch lustabhängig, auch wie lange. Also ich habe jetzt keine ganz genau festen Zeiten von bis, sondern es gibt immer so einen groben Anfangszeit und dann mache ich immer so lange, wie es Spaß macht. Ja. Und dementsprechend muss man alles selber koordinieren und dann muss man sich das so bauen, dass man das selber halt gut machen kann. Und dann kann es aber auch passieren, wenn man mal eben am Mischpult drückt, dass man dann aus dem Game rausfliegt. Ja, oder? Das sollte nach Möglichkeit nicht passieren, aber kann natürlich passieren. Ja. Ja, jetzt ist, ich glaube, jedem schon mal passiert. Jetzt sitzen wir natürlich hier aus einem besonderen Grund. Genau. Und der Grund steht hier. Ja, das ist die Vlogging-Kamera von Canon, die neue. Und die heißt PowerShot V10. Mhm. Und ja, sehr kompakt, ne? Wenn man das mal so sieht. Also super kompakt. Wirklich klein und kompakt. Ich kann es dir mal in die Hand geben. Ja, ist auch schön leicht tatsächlich. Und fürs Vlogging ja genau das, was man quasi braucht. Man hat so einen kleinen Fuß dabei, den kannst du ausklappen. Den kann man auch noch, Und dann kannst du die Kamera sogar hinstellen, wie du möchtest. Also ob du dich selber positionieren und dann möchtest. Kann man, genau. Ja. Das ist schon. Und das Display dreht natürlich, wenn du das hochklappst, dreht natürlich auf deine Position auch. Und dann, wir können sie auch mal einschalten. Dann sieht man das natürlich auch sofort. Ja. Und kann man natürlich so machen, wenn ich jetzt irgendwas filmen möchte, aber wenn ich mich selber filmen möchte, habe ich natürlich die Möglichkeit auch mit dem kleinen Fuß
zu arbeiten, den ich ausklappen kann. Das sieht schon mega gut aus. Ja, da, also das ist ja ein super Vorteil. Gerade fürs Vloggen hast du ja oft das Problem, wenn du das jetzt mit herkömmlichen vielen Kameras machst, dass du irgendwie, das ist nicht so kompakt, du siehst dich nicht selber oder nur schwer und dann hast du halt teilweise kriegst einen langen Arm dann schon, weil die auch super schwer ist und das ist natürlich, man merkt, dass das dafür ausgelegt ist. Ja, wir haben hier 18, 19, ich glaube 19 mm Brennweite und Lichtstärke 2,8. Also das ist auch ordentlich für relativ kleine Kamera. Ist ja sehr kompakt, also ist ja fast kleiner als ein Handy, ne? Tatsächlich, wenn das zusammenklappt. Und es ist schon toll, diese Kamera macht 4K. Und kann auch als Streaming-Kamera eingesetzt werden. Also genau, die kann direkt quasi das direkt Bild weiterleiten. Ton USB, auch. Ja, direkt weiter. Ja. Ton auch. Genau. Die hat UVC und UAC. Hm? Also für die das nicht wissen, also das heißt dann USB-Video-Class und USB-Audio-Class. Es kann also beides über das USB-Kabel übertragen werden. Dann haben wir USB-C-Ausgang. Wir haben natürlich auch einen HDMI-Ausgang, einen kleinen. Und einen Kartenslot für eine kleine Micro-SD-Karte. Ganz tolle Kamera. Würdest du sowas einsetzen? Wäre sowas interessant? Auf jeden Fall. Also gerade im Vlogging-Bereich ist das, glaube ich, ist es genau das Produkt, was man braucht, was man super verwenden kann. Wie ich gerade schon angesprochen habe, du hast halt sonst das Problem, oft sehr unhandlich, zu schwer, nicht so kompakt. Und dafür wäre das halt super, wenn man draußen unterwegs ist, wenn man da selber Aufnahmen machen will. Ja. Und ich habe selber auch natürlich schon einige Vlogs gedreht, so über die Jahre, auch mal immer mal wieder so zwischendurch, auch wenn ich hauptmäßig Streamer bin, aber für YouTube dann mal ein paar Vlogs, gerade beim Angeln auch oder sowas, da nehme ich gerne mal eine Kamera mit und dann filme ich einfach mal ein bisschen. Da wird das auf jeden Fall jetzt mein Leben deutlich erleichtern, da freue ich mich schon drauf. Ja, das ist natürlich toll, weil die hat ja natürlich auch unten hier die Anschlüsse für ein Stativ, haben wir natürlich auch hier. Mhm. Und es gibt doch so ein kleines Rig, was man dazu bekommen kann. Mhm. Und natürlich einen Windschutz für das Stereo-Mikrofon, was die ganze Atmo aufnimmt. Und dafür gibt es natürlich auch noch einen Schutz. Wenn du jetzt deine Gamings machst, hast du dann auch einen Blick auf deine Tastatur? Also dass die Leute sehen, wie du da, sind das Tricks, die man nicht verrät? Das kann man rein theoretisch machen, aber ich mache das zum Beispiel nicht. Aber rein theoretisch, das ist alles eine Sache der Einstellung von der Kamera halt und von der Perspektive oder ob man noch eine nimmt und die von oben halt runterfilmen lässt. Ich mache das nicht, aber viele Kollegen machen das tatsächlich. Also das ist gar nicht so unüblich. Weil ich stelle mir das gerade vor, die könnte man auch super nehmen, um die Tastatur so abzufilmen. Ja, tatsächlich. Einfach so hinstellen oder eben so ein kleines genau, und dann so ein bisschen von oben runter kommen lassen. Runter würde auch passen. Ne? Könnte man auf jeden Fall machen. Und dann kennen die vielleicht Leute all deine Tricks oder was. Jetzt bringst du mich hier aber in Versuchung, das jetzt auch mal auszuprobieren. Guck mal, ich kann mich sogar jetzt gerade filmen. Wir haben hier nämlich vorne, auf dem Bildschirm ist ein Touchscreen übrigens. Kann man jetzt schon einstellen. Dann ist ein roter Rahmen. Dann siehst du, du wirst gerade jetzt ist aktuell gefilmt. Ne? In 4K 25p jetzt zum Beispiel. Ja? Das ist halt super. Also qualitativ mäßig sieht das schon sehr, sehr gut aus. Und ich bin gespannt. Also wir werden die ja auch noch ausprobieren, gleich im Live-Test. Ich habe mir was überlegt für dich. Und ich bin sehr gespannt tatsächlich. Weil du bist ja hier GTA auch mit Autos unterwegs. Du bist auch selber, glaube ich, ein Autofan, ich das richtig gesehen habe. Auf jeden Fall. Ihr Lieben zu Hause, ich habe mir was einfallen lassen. Wir werden jetzt gleich mit Kami rausgehen zu einem Van USA Autohaus und da stehen so verdammt coole Karren rum. Cool. Und dann möchte ich einfach mal, dass du mal deinen Vlog machst, wie auch immer, was du da für Autos siehst. Vielleicht kommt dir sogar die eine oder andere Idee, dass es das sogar im Spiel gibt oder so. Ja. Und ich werde einfach mal mit einer Kamera hinterher vloggen. Also Doppelvlog sozusagen. Cool. Machen wir. Ich bin sehr gespannt. So, hallihallo, da sind wir wieder und wie versprochen, wollen wir uns hier mal ein bisschen was anschauen. Hier haben wir schon den ersten Hammerteil. Ford, hier ganz, ganz groß mit Holzoptik sogar dabei. Das ist auf jeden Fall schon eine sehr, sehr wilde Geschichte. Sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus, da kriegt man auf jeden Fall hinten auch ein bisschen was mit. Aber ich glaube, das größte Problem, was man bei sowas hat, und hier kann man es, glaube ich, ganz gut sehen, die Dimensionen auch. Man braucht immer einen Parkplatz und das wird halt nicht so einfach. Ein kleiner Kulturschock. Kommen wir zu Knight Rider. Kit ist auch mit dabei. Das können wir vielleicht von vorne mal zeigen. Das ist schon sehr, sehr cool. Und da sehen wir nämlich komplett Umbau. Sehr, sehr cool. Ganze Bedienelemente, alles ist da am Leuchten.
Das sieht schon super cool aus. Da hätte man schon Lust, mal eine Runde mit zu drehen. Und hier haben wir natürlich einen schönen Hammer auch am Start. Und das ist natürlich auch noch mal ein Auto, wo ich sage, fällt natürlich super auf. Oben auch mit den Scheinwerfern, sieht sehr, sehr geil aus. So, hier haben wir auch noch mal ein bisschen ein älteres Schätzchen. Ist auch so ein bisschen Mafiosi-mäßig angehaucht, würde ich mal sagen. Aber sieht auch mega, mega cool aus. Ich versuche euch das mal so ein bisschen hier in der Seitenoptik hier einfach mal mitzugeben, dass ihr einen kleinen Eindruck davon bekommt. Aber mit so einem Auto, das hat schon was. Das ist einfach, ja, auf deutschen Straßen ist das auf jeden Fall ein Hingucker, was Besonderes. Und das sieht halt mega cool aus. Aber generell viele, viele schöne Autos hier. Ich denke, da wird das Herz von dem einen oder anderen ein bisschen höher schlagen. Wenn man so in diesem Bereich amerikanische Autos unterwegs ist, dann ist das auf jeden Fall hier ein kleines Schlaraffenland. Dann ist das eine schöne Sache. Also, ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Eindruck geben. Einfach mal ein bisschen was gezeigt hier und let's go. Ja, jetzt waren wir in meinem Autohaus. Hast du ein paar Autos gefunden, die du wiedererkannt hast? Ja, tatsächlich. Die Auswahl war groß. Super viele Autos da. Man kennt es halt so ein bisschen, ne? wenn man sich jeden Tag halt irgendwie auch mit Autos beschäftigt und auch in dem Spiel. Und das ist natürlich, das findet ja auch in Amerika statt. Dementsprechend war jetzt so ein amerikanischer Autohändler natürlich auch perfekt. Da findet man schon das eine oder andere wieder, was man kennt. Ja. Wir haben hier in der Nähe sogar noch einen Harley-Laden, da hätten wir auch noch hinfahren können. Dann hätten wir alles komplett gehabt. Motorräder auch noch, check, Auto-check, also dann... Dann müssen wir einen Waffenladen finden. Ja. Spiel. Ich glaube, das wird hier ein bisschen schwieriger, aber... Ja, aber... Ja, ich hoffe, du hast ein paar schöne Autos gesehen. In dem Vlog haben wir uns angeguckt. Wie hat dir die Arbeit gefallen mit der Kamera? Mega gut. Es war halt, wie schon erwartet, super handlich, super entspannt, kompakt, nicht schwer. Das ist nach wie vor einer der wichtigsten Punkte, finde ich, dass es wirklich gut in der Hand liegt, dass man es lange halten kann, ohne dass man einen langen Arm bekommt, ohne dass man irgendwie... Also, absolut... Das kennen wir ja, wenn wir lange Filme machen, dann hat man hier schon mal schnell die Verletzung nächsten Tag oder... Kann den Arm kaum noch bewegen. Ja. Und das kann natürlich bei so einem kleinen Schätzchen nicht so schnell passieren. Nee. Ne? Ist ja also nur wirklich echt ein Leichtgewicht auch. Ne? Da kann man auf jeden Fall gute Aufnahmen mitmachen, kann man gut mit unterwegs sein. Vor allen Dingen cool, es passt in jede Tasche. Ja. Ton ist gut. Du siehst dich permanent selber, du siehst permanent, was für ein Ausschnitt gerade ist, was wirklich zu sehen ist. Und damit kannst du dann auch einfach super Vlogs machen. Also es ist alles, was du brauchst fürs Vlogging, perfekt. Ja. Und was ich auch gut finde, dass man sich hier noch so ein bisschen, es ist zwar eine Schlaufe dabei, aber man kann auch hinten den Fuß auch nutzen, um die Kamera noch ein bisschen sicherer festzuhalten, dass sie eben nicht runterfällt. Und das ist natürlich auch nochmal ein Vorteil, finde ich, bei dem Fuß. Oder man stellt die irgendwo hin aufs Auto oder sonst was. Genau, wenn man mal einfach mal ein bisschen quatschen will, dann setzt man sich mal davor oder man setzt sich hin, stellt sie einfach mal auf den Tisch oder sowas. Dann kann man auch einfach mal so ein bisschen so und dann nimmst du sie wieder in die Hand und dann geht's weiter. Ne? Wenn du mal ein kleines Päuschen machen willst oder wie auch immer. Also, perfekt. Super. Also, ich muss sagen, dass Kamikaze da war, fand ich richtig klasse, uns mal so ein bisschen erzählt hat aus seinem Tag oder was er so macht den ganzen Tag Gaming. Also ich glaube, da hätte ich auch noch Lust zu, aber die Zeit nicht. Aber manchmal sitze ich auch noch vorm Rechner. Und ein tolles Tool für dich auch vielleicht für deine nächsten Vloggings. Ja. Also ich glaube... Ich werde es auf jeden Fall mal ausprobieren. Auf jeden Fall, solltet ihr auch tun. Danke, dass du da warst. Ciao. Gerne, danke. Tschüss. Aktuell haben wir 14 Filialen in Deutschland und ihr könnt natürlich jederzeit auch eine Filiale besuchen. Die netten Kolleginnen und Kollegen beraten euch sehr gerne.